Es war einmal ein sehr reicher Mann. Er hatte 3 Töchter. 2 von ihnen waren sehr gierig und selbstsüchtig. Aber die dritte hatte ein Herz voller Liebe und Schönheit. Eines Tages erreichte den Vater die Nachricht, dass alle seine Schiffe in einem Sturm gesunken waren. Der arme Mann hatte alles verloren. Und alles, was ihm blieb, war ein kleines Haus in seinem Dorf. Die 2 gierigen Schwestern waren darüber natürlich nicht sehr erfreut. Den ganzen Tag saßen sie nur herum und nörgelten. Alle Hausarbeit musste die Schöne erledigen. Nach einer Weile hörte der Vater, dass eines seiner verlorenen Schiffe es in den Hafen geschafft hatte. Er machte sich sofort auf zum Hafen. Bevor er ging, fragte er seine Töchter: Was soll ich euch mitbringen, wenn ich zurückkomme, meine Töchter? Kleider, Schuhe, Halsketten, Armreifen. Und was ist mit dir, Schönheit? Was möchtest du haben? Nur eine Rose reicht mir, Vater. Nach langer Reise kam der Vater am Hafen an. Aber es war keine Fracht mehr auf seinem Schiff. Und das Schiff war unbrauchbar. Traurig und erschöpft machte er sich wieder auf den Weg nach Hause. Es war fast Nacht, als er im Wald ankam. Es war dunkel und kalt und es schneite. Stundenlang ritt er auf seinem Pferd durch den Schnee. Endlich sah er ein Schloss, an dem die Lichter schienen. Er ging in das Schloss in der Hoffnung, dort Hilfe zu finden. Es war ein seltsames Schloss. Alle Lichter waren an. Die Tafel war voller Speisen und im Kamin brannte ein Feuer. Aber niemand war zu sehen. Er rief in alle Richtungen, aber niemand antwortete. Als er es nicht mehr aushalten konnte, bediente der Vater sich am Essenstisch und fiel dann in einem der Betten in einen tiefen Schlaf. Als er am Morgen aufwachte, fand er frische Kleider neben dem Bett liegen. Er ging die Treppe herunter. Ein prächtiges Frühstück erwartete ihn auf dem Essenstisch. Dieses Schloss muss einer Fee gehören. Niemand anderes würde mir so helfen. Ich wünschte, ich könnte mich bei ihr bedanken. Als der Vater das Schloss verließ, bemerkte er einen Rosengarten. Ich konnte meinen anderen Töchtern ihre Wünsche nicht erfüllen. Wenigstens kann ich meiner Schönen ihren Wunsch mitbringen, dachte er bei sich. Und als er eine der Rosen pflückte, erbebte der Boden von lautem Gebrüll. Ein furchtbares, löwenähnliches Biest erschien hinter den Bäumen. Der Vater wurde fast ohnmächtig von seinem Anblick. Ich habe dein Leben gerettet. Ich habe dir zu essen und neue Kleider gegeben und hier stehst du und stiehlst meine Rosen? Ist das dein Dank? Der Mann fiel auf die Knie und flehte das Biest an. Er erklärte, dass er eine der Rosen für seine Tochter mitnehmen wollte. Deine Tat wird nicht unbestraft bleiben. Bitte, vergib mir! Ich vergebe dir unter einer Bedingung. Sprich mit deinen Töchtern. Wenn eine von ihnen einwilligt, mit mir hier zu leben, lasse ich dich am Leben. Der Mann sprang auf sein Pferd und ritt traurig zu seinen Töchtern nach Hause. Zu Hause hörten sich die beiden garstigen Schwestern die schreckliche Geschichte an, die ihr Vater erlebt hatte, aber wollten von dem Handel mit dem Biest nichts hören. Aber die Schöne verhielt sich nicht wie ihre Schwestern. Vater, wenn du es mir erlaubst, werde ich bei dem Biest einziehen. Die 2 Schwestern waren mit ihrem Vorschlag sofort einverstanden.
Sie dachten sowieso, dass all dies ihre Schuld sei. Sie hatte schließlich um die Rose gebeten. Traurig und entmutigt brachte der Vater seine Tochter zum Schloss. Als sie ankamen, sah alles wie vorher aus. Es war Essen auf dem Tisch und niemand war zu sehen. Als sie sich setzten und zu essen begannen, kam das Biest hervor. Die Schöne begann vor Angst zu zittern. Das Biest war noch schrecklicher, als ihr Vater erzählt hatte. Das Biest fragte mit sanfter Stimme: Bist du aus freiem Willen hierher gekommen? Ja. Dann wird dein Vater am Morgen abreisen und niemals wiederkommen. Als sie am nächsten Morgen erwachte, wusste die Schöne, dass ihr Vater fort war, und sie fand ein wunderbares Frühstück auf dem Tisch vor. Für eine Weile wanderte sie im Garten herum. Sie wurde traurig, als sie die Rosen sah. Dann lief sie im Schloss umher. Eine der Türen war voller Rosen. Sie wurde neugierig. Sie öffnete die Tür und blickte hinein. Der Raum war dekoriert, als hätte sie es selbst getan, und er war voller Büchern, Blumen und Musikinstrumenten. Sie dachte, dass jemand, der ein Zimmer so schön einrichten konnte, niemandem ein Haar krümmen würde. Sie nahm eines der Bücher. Auf dem Buch stand in goldenen Buchstaben: Meine Königin, Ihr Wunsch sei mir Befehl. Ich wünschte, ich könnte meinen Vater sehen. Sobald die Schöne dies ausgesprochen hatte, erschien ihr Vater im Spiegel am anderen Ende des Zimmers. Sie war so erstaunt. Es machte sie wieder froh, ihren Vater zu sehen. Am selben Abend erschien das Biest beim Abendessen. Darf ich dir zusehen, Schönheit? Dir gehört das Schloss. Warum solltest du mich um Erlaubnis bitten? Nein, das Schloss gehört jetzt dir. Du kannst gehen, wann immer du willst. Die Schöne war sehr überrascht. Ich will dich etwas fragen. Denkst du, dass ich wirklich hässlich bin? Erst wusste sie nicht, was sie sagen sollte. Dann hob sie ihren Kopf, um das Biest anzusehen, und nickte mit dem Kopf, um Ja zu sagen. Und würdest du mich heiraten? Dieses Mal antwortete die Schöne schnell: Nein! Das Biest drehte sich traurig um und ließ die Schöne alleine. Jeden Abend besuchte das Biest die Schöne beim Essen und war sehr freundlich zu ihr. Mit der Zeit gewöhnte sie sich an das Biest. Ich wünschte, er wäre nicht so hässlich. Ein paar Monate vergingen und die Schöne hatte keine Angst mehr vor dem Biest. Sie begann sogar, ihn zu mögen. Aber eines Tages sah sie im Spiegel, dass ihr Vater krank war. Sie rannte zum Biest und bat ihn, sie gehen zu lassen, damit sie sich um ihren kranken Vater kümmern könnte. Natürlich kannst du gehen. Aber wenn du nicht zurückkommst, werde ich vielleicht vor Traurigkeit sterben. Ich komme in einer Woche wieder. Ich verspreche es. Das Biest gab der Schönen einen verzauberten Ring. Wenn sie diesen Ring auf den Nachttisch legte und zu Bett ging, würde sie wieder im Schloss aufwachen. Am nächsten Morgen erwachte sie zu Hause in ihrem eigenen Bett. Sie rannte sofort zu ihrem kranken Vater. Als ihr Vater sie sah, freute er sich so sehr, dass es ihm sofort besser ging. Am Nachmittag kamen die Schwestern, die vor kurzem geheiratet hatten, ihren Vater besuchen. Als sie die Schöne zu Hause vorfanden, waren sie wütend vor Neid und Ärger. Und sie beschlossen, ihr einen kleinen Streich zu spielen. Lass uns sie noch eine Woche hier halten. Dann wird das Biest kommen und sie töten. Die zwei Schwestern gingen weinend zur Schönen und sagten, sie wollten nicht von ihr getrennt sein.
Die Schöne versprach ihnen, noch eine Woche zu bleiben. Kurze Zeit später bemerkte die Schöne, dass sie das Biest vermisste. Eines Nachts hatte sie einen Traum, in dem das Biest leblos auf dem Schlossboden lag. Sie wachte schweißgebadet auf. »Was ich tue, ist grausam und selbstsüchtig.« Sie nahm sofort den Ring von ihrem Finger, legte ihn auf den Nachttisch neben sich und am Morgen wachte sie im Schloss des Biests auf. Den ganzen Tag wartete sie auf das Biest, aber es war nirgends zu sehen. Sie wartete stundenlang, aber das Biest kam nicht. Sie lief in den Garten. Sie fand das Biest leblos auf dem Boden liegen, genau wie in ihrem Traum. Die Schöne rannte zu ihm und umarmte ihn. Sein Herz schlug noch. Er konnte kaum die Augen öffnen und sprach mit schwacher Stimme. Ich dachte, du würdest nie wiederkommen. Ich hörte auf zu essen und war bereit zu sterben. Aber ich liebe dich und ich will dich heiraten. Mit einem Mal geschah etwas Magisches. Das Schloss begann zu strahlen und zu funkeln. Die Schöne sah sich erstaunt um und als sie wieder das Biest ansah, lag dort an dessen Stelle ein schöner junger Prinz. Als sie ihn ansah, begann die Schöne zu weinen. »Wer bist du? Und wo ist das Biest?« Der Prinz stand auf und erklärte der Schönen, »Ich bin das Biest. Eine böse Hexe hat mich verflucht. Sie verwandelte mich in ein schreckliches Biest. Hättest du nicht gesagt, dass du mich heiraten willst, hätte ich für immer als das Biest leben müssen.« Die Schöne war so glücklich, als sie dies hörte. Mit ihrem guten Herzen hatte sie wahre Liebe gefunden. Die Schöne und das Biest heirateten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.